Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Staffel von Rimworld. Und zwar wird das nur ein Kurz-Let's Play, da wir auf brutaler Überlebenskampf spielen werden. Und wir starten mit dem klassischen Absturz. Es geht weiter und hier ist er, der brutale Überlebenskampf. Verwende deine meisterhaft über Rimworld-Taktiken, um überhaupt die Chancen zu haben, die entsetzlichen Gefahren in einer gnadenlosen und unfairen Welt zu überstehen. Empfohlen für erfahrene Spieler, die eine brutale und unfaire Herausforderung erfahren wollen, in der selbst großes Können den Tod nicht verhindern kann. In diesem Modus geht es um den Verlust und den Umgang damit, da es nicht möglich ist, ihn zu verhindern. Hierbei gibt es kein sauberes Spiel und du wirst einen Großteil deiner Zeit verwundet kämpfen müssen und Verluste erleben. Na, das hört sich doch mal spannend an. Normal laden erlaubt, da das ja ein Kurz-Let's Play ist und noch ein paar Folgen hoffentlich kommen werden. Gleich weiter. Bam, 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 bam. Wir starten mit Gewehr und gucken mal auf der Welt. Zombieland Let's Play kommt als nächstes, aber ich brauche noch ein paar Mods, um einfach wieder die Karte mit ein paar mehr Fraktionen zu bespicken. Riesige Karten sind leider heraus, bei Groß meckert er nämlich schon. Aber wir nehmen das größere der beiden mittleren Felder und starten im Frühling. Die Fraktionen alle starten normal mit neutral, ansonsten bisschen feindlich und die Piraten natürlich brutal feindlich. Aber egal, jetzt gucken wir uns mal einen schönen Standort aus. Was haben wir denn da? Wachstumsperiode minus 8 Kalksteingranit. Da gucken wir doch mal ein bisschen näher hin. Was haben wir denn da? Sandsteinstiefer, Marmor. Bergig, bergig, bergig. Ich glaube, das wird da drüben nichts. Pum, pum, pum. Mal hier gucken. 30 Teile Tier können grasen. Nein. Ja. Höhlen brauche ich nicht. Marmor, Sandstein. Granit, Kalkstein, Granit. Marmor und Granit. Das ist doch schön. Aber oh, keine Höhlen, Mensch. Zack. Dann halt hier. Minus 8 bis 28 plus. 30 Tage Pflanzzeit. Das ist doch schön. Und wir landen dort. Was haben wir hier? Da diese Ordnung für Felder von einer anderen Fraktion entfernt ist, ist das für diese Fraktion ein Übergriff aus das Land und die Beziehungen wird sich alle 15 Tage verschlechtern. Wirst du trotzdem. Oh, was haben sie denn da wieder einplant? Es ist ja grauenhaft. Richtig, richtig grauenhaft. Dann nehmen wir halt hier drüben das. Meckert da auch jemand? Nein, natürlich nicht. So. Da unten. Zäh und Kannibale. Na klasse. Hübsch, Rausmittel, Vielfraß. Kochen plus 4, Hungermultiplikator. Okay, du bist eingestellt. Der Sanitäter. Medizin 10, Sozialkunst. Pflanzen 0. Pflanzen, Pflanzen. Du wirst ausgewechselt. Da war ja niemand dabei. Pflanzen auf 8 vielleicht. Pflanzen auf 9, aber ich brauche welche, wo kämpfen können. Komm schon. Das sieht doch gut aus. 62, Nudist, Kannibale. Körperpurist, was ist das? Nelson ist der Meinung, dass menschliche Körper aus gutem Grund limitiert ist. Er findet künstliche Körperteile unethisch und abstoßend. Aha, okay. Egal, dann haben wir hier unseren Starttrio. Und los geht's. Dum, 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 dum. Bin ich mal gespannt drauf. Ich hab's noch nicht angespielt. Und das hier ist komplett Vanilla. Also keine einzige Mod. Nur rein das Spiel. Okay.
kurzer Stopp. Verdammt klein die Karten hier, du. Wow, furchtbar. Es wird wahrscheinlich hier ein Schrein gleich sein. Bio. Was haben wir da? Okay, du kriegst. Wo ist es? Das Messer ist da oben. Das ist deins. Du kannst ein bisschen. Du kriegst den Revolver. Und das letzte. Da ist es. Ausrüsten. Sehr gut. Passt. Komm her. Darüber. Ist das ein Schrein? Natürlich. Okay. Dann gehen wir da oben hin. Dem Fall. Oder bleiben wir hier? Ich glaube, wir bleiben hier. Gleich mal die vier Wände bauen. Ja, ja. Mecker, mecker. Standard. So, dann haben wir noch einen Lagerraum. Den knallen wir von mir aus daneben hin. Kommt hier die Türe rein. Und dann das Holz. Es wird erlaubt. Erstmal No Drugs. Und dann könnt ihr hier dann loslegen. Forschen brauchen wir jetzt nicht. Kochen, jagen, bauen. Feldarbeit. Ja, dann machen wir gleich noch Lagerzone, Zone, 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 Lagerzone. Das macht sogar alles an Ton. Ja, witzig. Hose. Ach. Was ist da? Silber. Silber. Helm und sonst wird das, glaube ich, gewesen sein. Na klar, sieht der Kübel gleich mal los. Befehl Holz hacken. Gut. So, währenddessen die hier unterwegs sind, noch ein paar Sachen einfach mal rumschauen. Jede Menge Bauteile hier, Stahl, was das ist, Uran. Okay, Tierchen in der Nähe, aber das reicht ja hier. Waldarbeit. Unser Bauer muss jetzt nicht gerade sein. Knall durch. Anbauzonen nicht vergessen. Noch nicht erlauben. Erdbeeren. Anbauzone. Drüber. Fix. Das war jetzt frei. Was haben wir hier? Da haben wir die Heilwurzel. Gleich drauf, 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 drauf heben. Und die Baumwolle, Baumwolle, Baumwolle. Baumwolle hier. Dann haben wir gleich noch Betten. Die sehen auch ein bisschen anders aus. Es ist ja auch nice. Da, da, Abfallzone. Mir das hier unten. Das alles wegtragen. Nimm's doch!
weg. Das passt. Mabel. Ist das halt der Schlafraum? Dann kommt da unten noch der Chillraum hin. Spachtelt. Oben hin. Mabel. Diesen Tisch. Stühle. Ah, blöd. So. Das passt. Kommt da. Baden an schöner Holzboden rein. Ja. Das ist doch nice. Brauchen wir halt hier noch Holzhacken. Holzhacken, Holzhacken. Okay, in dem Fall da, wo gebaut ist, kann man keinen Boden mehr drunter setzen. Aha, interessant. Halt jetzt. So, da kommt dann Schlagzeug, Batterieraum, Batterien, 1-2 Gang. Machen wir das so. Nein, falsch. Da kommt die Türe hin. Strom. Okay. Okay, okay, okay. Dann müssen wir das über den Holzfeuergenerator machen, wenn das noch nicht erforscht ist. Was haben wir? Ein Wutanfall. Das hat einen Wutanfall. Er wird Bauteil. Oh. Nicht dein Ernst. Dämmen. Klasse. Klasse. Ah, gerade das Wichtigste für den Anfang. Muss das denn sein? Super. Die machen mir vielleicht Mut. Supi. Wann beginnt denn die Pflanzzeit? Am 6. Okay. 6. können wir eigentlich schon starten damit. Die können ansäen. Das passt. Wir auch noch Holz hacken. Besucher. Ein Scheißkind der Fraktion. Konföderation der Rala. Besuchte Kolonie. Sie heißt Octopuse Noiro Noiro. Okay. Hast du irgendwas dabei? Inventar. Pemmican. Zäh. Hat eine dicke Haut, zähes Fleisch und sehr stabile Knochen. Sie nimmt viel weniger Schaden als andere Personen und ist sehr schwer zu töten. Coole Sache. Aufarbeiten.
Geschenk. Was haben wir denn? Bauteile. Coole Sache. Und sie verlässt unsere Kolonie. Stahl ist genug da. Zufällig. Ballistische Nation. Stadt am Spalt. Sehr gut. Wird genommen. Er ist wohl ein wenig fresh bei denen. Komm, Nelson, auf geht's. Bau. Wir müssen jetzt schnell vorankommen. Wer weiß, was da Gesponnenes kommt. Ein paar Sandbags nachwerfen. Dreht durch, ist das der Hase. Angreifen, immer angreifen. Immer angreifen. Immer drauf. Voll drauf. So. Voll drauf. Oh, mir taugt es gar nicht, dass die Karte so mini ist. Was ist, wenn jetzt wieder, boah, keine Ahnung, 10 bis 20 Leute hast? Das ist ja fast die komplette Karte. Voll. Was willst du denn da? Kommt ein Angriff, bam, sind sie schon in deiner Kolonie drinne. Muss das denn sein? Pflanzen entfernen. Weg damit. Holz sieht gut aus. Muss halt mal den Raum da endlich fertig bringen. Auch alles durcheinander gebracht. Zifix. So, Happy ist am Start. Yeah. Happy greift an. Feuer, Feuer. Ja, komm, besser lassen. Lagerfeuer. So, da wird gleich Mugala da drin, ey. Auch zurück. Bauen, bauen, bauen. Holzhacken, wichtig. Gas, Gas, Gas. Sind
Bags halten die jetzt mehr aus? Effektivität der Deckung 65, naja. Wenigstens besser. Und sehen auch ein wenig mehr nach Sandsäcken aus. Was machst du? Geht da spazieren. Schön warm mit 28 Grad. Okay, der erste Death Point steht. Gut. Effle, ich glaube, du bist jetzt fällig. Frisch uns die Mahlzeiten weg und das geht gar nicht. Das geht einfach nicht. Kalle. So. Dann war es hier für den kleinen Start, wo, naja, 30 Bauteile verloren gingen, weil jemand mal meinte, abdrehen zu müssen. Aber was soll's? Wir haben ja 4 Stück geschenkt bekommen. Das war richtig, richtig cool. Die zwei noch weg. So, dann gucken wir, dass wir hier noch nächstes Mal ein bisschen schneller uns breit machen. Strom mal rein. Licht. Kühlung eigentlich auch. Kühlung ist mal da. Den Raum mal runterkühlen. Ein paar Tierchen abknallen. Und dann mal Nahrungspakete herstellen. Denn 17 Stück. Paar Tage bloß noch. Vielleicht kommt mal hier oder dort ein Händler hoffentlich vorbei. Aber mal schauen. Dann hoffe ich, dass es noch etliche von den brutalen Folgen gibt. Aber wer weiß das schon? Schauen wir einfach mal in der nächsten Folge nach. Dann sage ich hier danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus!